Moin Moin, ich begrüße euch zur 9. Ausgabe des FIFA 14 Ultimate Teams Pack Opening. Ja, ihr wisst, ich habe letztes Mal wieder nur Schwachsinn gezogen in der 8. Folge und ich hoffe, es wird jetzt besser. Erstmal synchronisieren, Fußzentrale, Spielen, Mannschaften, Shop, Transfers, mein Verein, Transfers, Shop. So, das habe ich jetzt auch erledigt, jetzt gleich auf die Goldsets. Komm, bitte, 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 bitte. Ich möchte endlich irgendwann mal eine richtig geile Karte ziehen. Bester Mann immer noch Balotelli. Balotelli ist schon cool, aber ich möchte etwas Gescheites ziehen. Schärfer in Form! Schärfer in Form! Schärfer in Form! In Form! Ja, Mann! Ja! Geil! Geil! Ja! Mein erster in Form! Mein erster in Form! Ich spring gerade auf! Tut mir leid. Tut mir leid, Leute. Raphael Schäfer! Ein Klubberer auch noch! Ich halt mich nicht mehr, Leute! Ich halt mich nicht mehr! Ich halt mich und mein Bruder kommt rein! Scheiße! Scheiße! Inform! Inform! Inform, Leute! Raphael Schäfer! Mein erster Inform! Bleib scheiße! Alter. Ich zieh! Letzte Folge! Nur Scheiße! Und jetzt! Oh. Ich halt den, sorry, Leute! Leg mir am Arsch, Alter! Ja, geh wieder! FIFA Girls United, ich komme FIFA Girls United. Das ist so geil. Mein erster eigener Inform. Ich habe es geschafft, Inform, Inform, Inform. Ich hoffe, ihr seid nicht weggesprungen vom PC, weil es ein bisschen lauter wurde. Oh, das ist geil, ich schwitze. Ich habe Schweißbänder auf der Stirn, wie Sau. Das ist doch geil, oder? Ist das nicht geil? Mein erster Inform, Jungs! Mann, ist da was? Das fühlt sich so geil an. Das ist da was? Ja. In Form, in den Verein damit! Ja, Mann! In Form, in Form, in Form, in Form, in Form. Super in Form, super in Form. Uli, Uli, Uli. Ich das nächste Pack hinterher. So glücklich, Leute, mein erster Inform. Mein erster Inform. Egal. Was hier drin? Ja. Scheiße, es geht gleich wieder weiter. Und noch so ein WoW-Zocker. Ach, geil. Ich freue mich. Ich freue mich echt. Oh, meine Transferliste ist bald voll. Das hat sie gelohnt hier, endlich mal. Endlich mal was, was sich lohnt, ne? Das gibt's, gab's auch nicht mal auf lang. Das ist schon geil, einen Inform zu ziehen, ne? Eieiei, Leute. Egal, nächstes Pack, was ist drin? Alaba drauf. Megidi! Ja, Megidi? Ist er nicht was wert? Der ist doch was wert, oder? Der muss doch was wert sein. Der ist doch die Iren da, die sind doch die sind doch alle so für diesen komischen Pokal da. Jawohl, Megidi! Das ist gut! Das ist 7000, das ist das ganze Pack nochmal! Jawohl! Dieses Pack auf den gefällt mir richtig, richtig gut, Leute! Geil! Geil, Leute. Das ist mal wieder ein Pack Opening nach meinem Geschmack. Das ist ein Pack Opening nach meinem Geschmack. In Form, dann noch mal so ein IA, den Megidi, wahrscheinlich der beste IA, kann sein. Das vielleicht noch. Pff, keine Ahnung. 8 Plätze auf der Transferliste, muss ich noch schön einteilen hier. 400 Münzen kriegt dafür fürs Abstoßen. Wir haben noch 4 Packs. Und ja. Nee, warte, mach mal erstmal, gehen wir mal aufs Dingens. Oh, die Transferliste. Oh, ich habe erst 4 angeboten. Wieso habe ich erst 4 angeboten? Ah, da bin ich auch zu faul jetzt. Machen wir einfach weiter mit weiteren Goldsets. Mit weiteren 7500er. Mit Points öffnen. Vidal drauf. Wer ist drin? Bitte. Ein Inform.
Aber komm, ich habe schon ein Inform gezogen. Wenn ich noch ein Inform ziehe, dann wäre das Wahnsinn. Ibarbo! Victor Ibarbo! Der ist richtig cool, der ist richtig cool. Backbone! Und der könnte was wert sein, der könnte was wert sein. 75 Pace, 75 Kopfball, 74 Defensive, Freunde! 74 Defensive! Was ist los? Wieso ziehe ich auf einmal jeden? Wieso ziehe ich auf einmal gute Spieler? Wieso? Alter, Leute. Jetzt ist der Knoten geplatzt. Jetzt ist der Knoten geplatzt. Ich weiß, ich bin ein bisschen verstört. Ich bin immer noch on fire. Wegen den tollen Raphael Schäfer in Form. Raphael Schäfer in Form. Klubberer auch noch dazu. Eieiei, das kann ich Badeschlamm MP unter die Nase reiben. Wer ihn nicht kennt, schaut mal bei ihm vorbei. Hat 10.000 Abonnenten. Der ist nämlich Club-Fan und wollte unbedingt den Schäfer haben. Drei Plätze habe ich noch am Transfer, den Rest halt durch den Verein, weil wir ja später machen. So, Ching Chang Chong drauf, wer ist drin? Ja, wer ist denn das eigentlich? Spielt bei Southampton oder so, keine Ahnung. Komm, drittletztes Pack für heute. Drittletztes Pack, Montero. Und Riveros? Na, nicht gerade schnell. Mal das beste Pace, ne? Als Silberspieler kann man ja nie wissen. Hallo? Na, das ist ein kleiner Bug. Tun wir die anderen erstmal auf die Transferliste. Hä, wo spielt denn der? Ein Brasilianer in der Al-Hilal Liga? Auch mal was anderes, was Besonderes mal. Irgendwie, ne? Die Fitness tue ich jetzt mal alle im Verein speichern. Brauchen wir alles nicht. Ne, den kann man doch nicht verkaufen, oder? Denkt ihr? Nee. Da schaue ich es nochmal nach. Alter, Info. Und noch richtig geile Spieler. Ibarbo gezogen. Naja, okay, 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 ja. Dann übrigens so ein Silberspieler für drei. Wie viel waren das? 3000? Dann Megidi für 7000. Das lohnt sich ja wirklich. Ich habe mir nämlich vorgenommen, ein Inform-Team zu bauen. Und das werde ich dann auch euch vorstellen, wenn ich fertig bin damit. Aber Schäfer ist nicht dabei in dem Inform-Team leider. Der wird. Und ich überspringe jetzt. Man überspringe jetzt Valdivia. Oh. Valdivia und kein Duplikat, der gut. NKD, die schaut. Es kommt in den Verein. Erstmal Torwarttraining in den Verein. Da kann man nicht gleich da anfangen. Was ist das da? Die Mrs. Gree oder M. Gree? Knie, aha. M. Gree. M. Gree! Für das Knie zuständig hier, yo! Ich weiß, das hört sich ein bisschen an. Ich bin aufgedreht. Ja, ich bin aufgedreht. Und auch mit gutem Grund, wie ich finde. 34 Pace. Oh yeah. Ah, der Paulo André. Was ist denn das für ein Typ? Habe ich vorhin auch gezogen, oder? Der hat gar nicht so schlechte Werte eigentlich. Auf die Transferliste und der da natürlich dann auch auf die Transferliste. Aber jetzt erstmal in den Verein. Letztes Pack steht an. Das hat sich richtig gelohnt hier. Folge 9 des FIFA Pack Openings. Und ja, ich glaube nach dem 10. Pack Opening mache ich auch noch eine Best-of-Folge. Könnte auch sein, oder? Habe ich richtig Bock drauf. Ich habe richtig Bock drauf jetzt auf FIFA 14 und... Ja, FIFA 14 Ultimate Team natürlich, nur Karrieremodus finde ich so dolle Ta... beim neuen Verein. Tarab beim neuen Verein. Nein, ich kann es nicht nachschauen, wie viel der Wert ist. Das mache ich jetzt noch. Das machen wir jetzt noch, Freunde. In der Folge. Ihr könnt dann abschalten. Für euch schon mal. Ciao, danke fürs Zuschauen. Daumen da lassen. Wer jetzt nicht noch mit sehen möchte, wie ich jetzt schaue, wie viel der Wert ist. Weil der hat ja gewechselt, ne, der war ja davor bei, keine Ahnung. Der war davor, bei, keine Ahnung. Das sind coole Trikots. Wisst ihr was? Tarabt heißt er, okay, merken, merken, merken. So, abstoßen, jetzt mal schnell hier Transfermarkt. Mal gucken. Ich habe einen verkauft, okay, da kann ich theoretisch jetzt gleich darauf, das kann ich auch so machen.
So, wartet, wie machen wir das jetzt? Verein. Mein Verein, erster Inform und richtig geile Spieler, Freunde. Ich, das ist einfach nur. Welche, war das RF? Ach, war das ein RF? Nee, war es nicht. RM war das da oder LM? RM. Hä? LM. Nein, kannst du. Ich verdrück mich die ganze Zeit. Oh, das war ein Inform. Die habe ich mir gekauft. Für mein Team. Ja, nicht gerade der wertvollste, aber ich mag den. Da ist er. Aktionen, Transfermarkt anbieten, Preisvergleich. Wie viel ist er wert? Wie viel ist er wert? Ja. Das ist voll gelohnt nachzuschauen. 2000 sind es. Ja, und auch richtig cooler Spieler eigentlich. Ja? Also vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Also mir hat sie richtig, richtig, richtig geil gefallen. Die Folge. Und ja, also. Ach, ich muss nochmal, jetzt gehen wir nochmal auf den Schäfer. So, und hiermit beende ich diese Folge. Raphael Schäfer gezogen in Form. Und damit verabschiede ich mich selber. Macht's gut. Und ciao.